damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt die Map Weites Land, Großes Wasser an. Heißt wirklich so, Version 1.0. Das Ganze kommt von MSI Modding, gibt es nur für PC und Mac. Es handelt sich hierbei um eine Vierfachkarte. Ihr braucht den zusätzlichen Produktionsmod hier, dieses Rave Production Gedöns, ist aber auch dementsprechend alles mit verlinkt. Und es gibt noch ein paar zusatzempfohlene Mods, die ihr nutzen könnt. Aber generell, wenn ihr die Karte spielen wollt, braucht ihr nur diesen einen Zusatzmod. Gut, generell erstmal zu den Hardfakten der Karte. Wie gesagt, es handelt sich hierbei um eine Vierfach-Map. Wir haben auf dieser Vierfach-Map trotz all dem nur 38 Felder mit dabei. Die Feldergrößen sind so, ja, mittel, würde ich sagen. So wirklich große Felder per se gibt es nicht. Sind auch alle quadratisch praktisch gut, wie ihr das Ganze hier seht. Ne? Also das ist jetzt nichts Ausgewogenes im Sinne von mal schräg, mal schief, mal rund, mal sonst was. Also alles sehr Giants Standardhelfer-freundlich. Wir haben Multifrüchte hier mit drauf verbaut. Luzerne, Klee, Karotten, Zwiebeln, Hopfen, Lavendel, Mohn, Rotkohl, Weißkohl und Roggen. Ebenso haben wir Multiproduktionen hier mit drauf. Circa 34 Stück. Warum sage ich circa? Das sind alle die ich gefunden habe. Es kann immer sein, dass ich eh was mal übersehen habe, aber es sind circa 34 Produktionen. Und die sind eine ganze Menge und die haben auch sehr viel Intus, wie ihr hier vielleicht schon seht. Ne? Also Apfelsaftproduktion, Backwarenherstellung, Birnensaft, Eis, Erdbeersaft, Holzfässer, Holzkohle, Karotten, Kartoffelproduktion, Kleidung und so weiter und so fort. Das ist eine ganze Menge. Sogar eine Zigarettenproduktion ist mit dabei. Sägewerk etc. etc. Also für Produktionsliebhaber definitiv schon mal ein großer Pluspunkt. Ansonsten ist die Karte noch für Precision Farming vorbereitet. Das heißt, wenn ihr mit Precision Farming spielen wollt, könnt ihr das hier auf dieser Karte in dem Falle mit tun. Ansonsten, bevor wir jetzt hier einmal reinstoppen, es gibt im Baumenü unter diverse Kategorien eigene Gebäude, eigene Dinge, die nur für die Map halt da sind. Unter Gebäude habt ihr hier zum Beispiel eine eigene Fahrzeughalle mit drin, ihr habt eigene Silos für die Multifrüchte mit dazu, ihr habt eine eigene Hoftankstelle, Waschplätze, Brunnen, Unterstände, Garagen, alles da mit dabei. Eigene Farmhäuser. Das hier würde ich mal sagen, die Hofgarage, ich weiß jetzt nicht, woher die kommt. Also original ist ja glaube ich da nicht mit dabei. Mit drinne. Bei den Produktionen ist alles soweit gleich. Bei den Verkaufsdingern auch. Gewächshäusern ebenso mit drinne. Plantagen auch nichts. Generatoren auch nichts. Tiere alles beim Alten. Dekoration ist ebenso alles beim Alten. Im Bereich Dekoration sonstiges habt ihr hier hinten noch Werbetafeln, wer es braucht, und zwei Infotafeln, Verkauf von Produkten und Standorte Produktionen, also im Endeffekt so Hinweistafeln. Könnten theoretisch gesehen auch richtig gleich auf der Map integriert sein, aber ja. Schauen wir uns dementsprechend auch gleich an. Die Karte lässt mich so ein bisschen im Zwiespalt, weil auf der einen Seite sind hier sehr, sehr viele geile Ideen verbaut und umgesetzt worden, auf der anderen Seite wirkt diese Karte irgendwie noch nicht fertig oder, wenn man es ganz liberal sehen will, gibt sie euch die ultimative Freiheit. Kann man jetzt sehen, wie man will. Das hier ist unser Hof, also beziehungsweise unser Hofgelände. Wir können oder wir fahren, eher gesagt, von der Straße hier vorne dementsprechend hier rein, wir haben ein großes Willkommensschild, wir haben hier einen riesen Gatter, ne? Gelangweilte Wachhunde suchen Arbeit, schön, könnt ihr mit linker Maustaste, bam, und dann sind wir hier auf unserem Hofgelände drauf. Und das ist vielleicht so mit einer der schönsten Ebenen oder Gelände, die man so als Bauer, denke ich mal, haben kann. Wir haben hier einen See mit dran, der eine Brücke rüberführt, wir haben hier einen Wasserfall und alles mögliche, ne? Also traumhaft, könnte man sagen. Und wir haben diese riesige Fläche und ihr seht vielleicht schon, die ist halt leer und das liegt nicht daran, dass ich irgendwelche Mods vergessen habe oder so, sondern die ist halt einfach so. Ihr seht, die Fahrzeuge stehen hier dementsprechend so rum, ne? Soweit so klar. Und wir haben jetzt hier drüben noch einmal die Gebäude, also ein Farmgebäude, eine Garage und noch eine Unterstellhalle.
Und das ist es halt gewesen. Hier sind diese zwei Hinweisschilder, die ich mit platziert habe. Hier findet ihr einmal alle Produktionen. Ne, dementsprechend hier mit aufgelistet. Ihr seht, 54 Stück sind hier an der Zahl. Liegt aber daran, dass hier die Freiflächen auch noch mit als Produktion bzw. als Standard mit angegeben worden sind. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich bei 34 Produktionen plus die Freiflächen, die auch sehr viel hier zur Genüge sind, gar nicht mal so weit hier abhanden gekommen sein kann. Hier hinten habt ihr dann dementsprechend auch nochmal alles so, was die Produktion brauchen, also In- und Output im Endeffekt. Ne? Klar, sieht jetzt nicht am schönsten aus, ne? Hätte man designtechnisch schöner machen können, aber es ist schon mal schön, dass es generell überhaupt da ist. Ne? Deswegen. Auf der zweiten Hinweistafel haben wir dann noch Hinweise, wo man was verkaufen kann, also was der Lidl annimmt, was Waldkrug annimmt und Weberei etc. pp. Im Übrigen, speicher erstmal, macht das. Im Übrigen, Verkaufsstellen gibt es, wie gesagt, hier en masse. Ne, wie ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, bis zu 8 Verkaufsstellen in dem Falle. Ab und zu fehlt mal hier eine Verkaufsstelle, beziehungsweise ist das nicht richtig in der XML mit eingetragen. Das sind so kleinere Fehler, ja, aber ne, geht schlimmer. Das sind so eher kleinere Fehler, die man später noch machen kann. Und ihr seht auch an den Multiprodukten hier, das ist eine ganze, ganze Menge. Ne? Also, Halleluja. Ne, das geht hier drüben auf der Rückseite auch nochmal weiter. Ja, das ist in dem Falle alles mit aufgelistet. Also, why not, why not? Nun kann man auf der einen Seite sagen, ja, es wirkt halt alles ein bisschen, Entschuldigung, es wirkt halt alles in dem Sinne ein bisschen leer hier. Und es sieht nicht schön aus. Auf der anderen Seite, gut, ihr habt hier die Freiheit, das nochmal komplett für euch selber zu gestalten. Wie gesagt, ist Ansichtssache. Die einen finden das bestimmt geil, die anderen finden das halt eher doof. Es sieht halt weird aus, muss ich sagen, dass hier alles halt irgendwie offen ist. Man denkt so, okay, hier muss irgendwas sein, Gebäude, irgendwas, hab ich irgendwas vergessen oder so, aber nö, weil bis auf diesen einen Mod muss man sich nichts runterladen und das sieht dann halt hier so aus, wie es halt dementsprechend aussieht. Also viele, viele Freiflächen, ich meine, das sieht man dementsprechend auch hier von oben, das ist hier, das ist im Endeffekt unser Hof und das sind hier Freiflächen, also das gehört uns eigentlich nicht mal, wo die Fahrzeuge hier stehen und das muss alles auch noch separat gekauft werden, wenn wir es nutzen wollen. Ja, deswegen. Aber eine riesen Hoffläche rein, theoretisch gesehen. Ist auch der einzige Hof, der existiert. Ne? Also was als Hof in dem Fall gekennzeichnet ist. Der Rest sind alles so Freiflächen. Dann können wir sagen, ja, okay, gut. Haben wir das halt hier, wie gesagt, hier geht's halt hinter. Wir haben Forstflächen hier mit dabei, ne? Wo wir theoretisch genau ringsherum bei uns gleich Wald haben. Hier haben wir dann auch nochmal Hof Ein- und Hof Ausfahrt. Ist dann genauso wie auf der drümmsten Seite. In dem Falle, dann haben wir hier einmal Schienen. Ja, also hier geht auch mehr theoretisch ein Zug entlang, ich sage extra theoretisch, weil mit denen könnt ihr nichts anmachen, also nichts anstellen, das ist halt nur Deko, in dem Fall also Deko-Bahnschienen. So, fahren wir ein bisschen weiter vor, haben wir ein Stoppschild und dann haben wir hier Straße. Hier fahren KI-Fahrzeuge lang, ist eine riesen Map, KI-Verkehr braucht ein bisschen, bis er sich verteilt, aber generell werdet ihr auf einer Vierfach-Map nicht so krassen Verkehr sehen wie auf einer Standard-Map, ne? Ist ja klar, weil riesig. So, dann haben wir hier einmal eine Brücke, die über diesen Fluss geht. Ja, und wenn wir uns dann einmal Richtung Westen weiter hier nach hinten bewegen, kommen wir dann dementsprechend auch schon an die erste Kreuzung. Wir haben Hinweisschilder, ne, wo hier zum Beispiel Palettenproduktion, Sägewerk, Dieselherstellung, Bierproduktion, ne, also auch da mit Hinweisschildern wurde in dem Falle gearbeitet, das ist sehr, sehr schön. Jetzt sehen wir hier einmal auch den KI-Zug, der hier mit rumdüdelt, ne, also auch schön in dem Falle. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Produktion. Das ist die Malzproduktion, die hier mit dabei ist. Ne? Ausrufezeichen, Produktionsstätte verwalten. Und dann sehen wir hier zum Beispiel Weizen, Gerste und Wasser gehen rein, weil Malz bekommen wir raus. Das Ganze natürlich auch klassisch für eine Vierfach-Map auf die Vierfach-Map angepasst. Also sprich, hier passen, wie ihr seht, richtig viel Liter rein, sodass man das auch im großen Maßstab machen kann. Das ist immer sehr, sehr schön. Ihr könnt sogar bei den Produktionen hier teilweise Licht an, Licht ausmachen. Na, ihr habt hier überall solche Hinweisdinger, wo Anlieferung ist, auch Icons auf dem Boden. Das will ich im Übrigen auch nicht verschweigen, aber das habt ihr bestimmt schon gesehen. Wir haben hier auch eigene Icons, also ne, nicht diese Standard-Giants-Icons, sondern eigene Icons. In dem Falle, was das Ganze auch nochmal schöner macht, hängt, glaube ich, unter anderem aber auch hier mit diesen Kreisen und so, mit diesen Produktionsmod damit zusammen. Und von diesen Produktionsstellen habt ihr halt wirklich eine ganze Menge. Die haben eigene Teile hier vorne, also eigene Hinweisschilder, beziehungsweise so Icons, Logos, wie man es auch immer sehen will. Die sind soweit ganz okay gemacht.
Na, also das passt und das wie gesagt ca. 34 Stück und da könnt ihr euch wirklich eine durchaus austoben. Ansonsten ist es halt eine Vierfachkarte, sprich sie ist weitläufig, ihr braucht ein bisschen Zeit, um von A nach B zu kommen, klar. Trotz alldem gibt es hier und da immer mal kleine Details. Wir haben klar diese Bushaltestellen hier, die sind auch recht gut mit integriert. Auch solche Werbesäulen zum Beispiel hier, die sind immer oder fast immer identisch. Da gibt es ein paar, wenn mich nicht alles täuscht, die vielleicht noch eine kleine Änderung haben, aber ansonsten habt ihr hier unten den Stadtplan, habt ihr hier Cola-Werbung und was weiß ich alles hier mit dran. Ist nett, Texturqualität ist auch okay, ne? Jetzt nicht die krasseste, aber ja, sind so nette kleinere Details halt, ne? So, hier kommen wir dann zum Beispiel weiter in die Pelletsproduktion, die hier mit ist. Wie gesagt, alles auf dem Boden, da wie ihr wo was mit anliefern müsst oder wo Anlieferung ist, wo Abgabe ist, wo was hin muss. Das ist wie gesagt alles schnieke gemacht, also da kann man sich eigentlich nicht verdudeln und einfach hier linke Maustaste öffnen, schließen. Es gibt in dem Falle keine Öffnungszeiten, in dem Fall sind sie mir in dem Falle nicht aufgefallen. Hier gibt es zum Beispiel noch die Holzkohlefabrik, ne, also auch kleinere Hinweisschilder, die euch hier und da hinführen. Mit drinne, hier wie gesagt wieder so ein kleines, ja, Firmenlogo nenne ich es jetzt einfach mal. Und wenn wir uns dann einfach hier weiter nach oben begeben, kommen wir dann dementsprechend hier auch an den Produktionsstandort mit raus. Und das ist nett. Also je nachdem, ob das MC-Mapping jetzt alles selber gemacht habe oder ob das Assets von anderen sind oder von Kollegen oder whatever, es wurde sich hier in dem Fall schon mal eine kreative Mühe gegeben. Und das ist, das sollte man meines Erachtens nach wirklich loben. Das ist schön. Ansonsten bietet die Karte mal abseits davon, dass es halt vierfach ist und viele Produktionen in dem Falle hat. Hier sind wir zum Beispiel an der Scheitholzproduktion. Auch viel Unterschiedliches mit Holz, ne? Holzfässer, Scheitholz, normale Bretterpaletten, dann Siebdruckhölzer, also Paletten, Platten, so rum Platten und so weiter und so fort. Also auch für die, die gerne was mit Holz machen in dem Falle, sehr viel Auswahl mit dazu. Und auch alles so, was Holz und Holz, weil ihr habt gerade gemerkt, wir kamen von der Straße, simpel weiter vor, sehen jetzt nach links oben, dass das auch alles so ein bisschen, nicht zentral, aber so aneinander, alles, was mit Holz zu tun hat, ist so in der Nähe, ne, und so. Ja, dass da auch die Wege trotz vierfach relativ kurz sind und nicht das eine ist im Osten, das andere ist dann wieder komplett im Süden, sondern dass das so angesiedelt ist, wie man es jetzt auch mehr oder weniger erwarten würde. Also das ist schon nett gemacht. Ne, wie gesagt, ihr habt diesen riesen See hier mit dazu. Ihr habt, wie gesagt, im Baumenü die Brunnen, wo ihr kostenlos Wasser kriegen könnt. Das ist auch nicht das Ding. Und die Felder, ja, die sind halt quadratisch praktisch gut. Ne, das sind halt Standardfelder. Mehr ist es am Ende des Tages jetzt in dem Fall auch nicht. Ich meine, ist okay, ne? Ist okay. Ist halt für, wie gesagt, Standardhelfer ganz geil. Und 32 Stück ist jetzt zwar für eine Vierfachkarte, das muss man wirklich sagen, nicht viel. Also wirklich nicht viel. Dafür könnt ihr euch aber halt auch mit den Produktionen am meisten mit beschäftigen. Ich meine, Holz steht hier auch genug rum, nach hier hinten. Ne? Das ist auch in dem Falle alles hier. Ja, wo bin ich gerade? Ich bin einmal hier oben. Ihr seht, das ist zwar alles Holz hier. Proaktiv nutzen kann man es jetzt nicht, wie ihr hier seht. Also wir haben hier unten diesen Bereich und diesen, also diesen Bereich hier, wo halt Holz ist, was ihr mit nutzen könnt. Ansonsten habt ihr den hier unten noch mit und hier alles noch mit dazu. Ne? Der Rest kann zwar theoretisch genutzt werden, dafür müsst ihr aber halt diese komplette Fläche kaufen. Ist auch im Übrigen ein Vorteil, die Straßen und so gehören dann alle euch, also sprich mit Schneeschieben, dies, das oder irgendwas auf der Straße platzieren, funktioniert dann auch. Aber Costa Quanda 6,9 Millionen Euro. Ne? Aber theoretisch gesehen könnt ihr das Ganze mit nutzen. Thema Produktion, vielleicht da noch kurz mit angesprochen. Die Produktion laufen, oder was ist die Produktion, dass ihr die Produktion habt, müsst ihr das Gebiet oder das Gelände der Produktion kaufen. Das heißt aber, ihr müsst danach nicht nochmal separat die Produktion kaufen. Beispiel, ne, wir haben jetzt hier zum Beispiel die Backwarenherstellung. Ich muss einfach nur das Land kaufen, in dem Falle 20.000, kostet die Produktion einfach nur. Und dann habe ich das Ganze. Wenn ihr am Anfang nicht wisst, ja, was ist jetzt Produktion oder was nicht, entweder ihr orientiert euch an dieser Hinweistafel, die ihr platzieren könnt, oder Pro-Tipp, ihr drückt halt hier auf das große Ganze und alles, was nicht aussieht wie ein Feld oder ein Hof, beziehungsweise das ist ja hier der Hof in dem Sinne hier, ne, oder eine Freifläche, ist eine Produktion.
Ne? Also das ist zum Beispiel eine Freifläche, das ist eine Freifläche, das ist ein Feld. Und alles, was außen rum ist, ne, ist halt eine Produktion. Zum Beispiel auch das hier, hier sind halt, ich gehe mal hier hin, das ist so eine Art, naja, ich nenne jetzt einfach mal so Gewerbegebiet. Ne? Hier sind halt viele Produktionen an einen Standort mit genommen. Aber ihr seht, es auch hängt alles zusammen. Das ist die Kirschsaftproduktion, die Himbeer, Apfelsaftproduktion. Das ist halt alles hier an einen Standort mit angelegt. So dass das nicht alles querbeet verteilt ist, sondern halt auch ein bisschen mit Sinn halt, ne? Also von daher, ja, das ist so meine Dings, mein Tipp da noch dazu, ne? Tore gehen hier teilweise auch automatisch auf, je nachdem, ne? Ganz schnieke gemacht, ne? Hier noch generell so ein paar Deko-Objekte mit dazu, why not, ne? Hier Karottensaftproduktion, die ist zum Beispiel ein bisschen außerhalb, aber immer noch halt mit dran, ne? Klar, Gebäude sehen alle ähnlich dann in dem Falle aus, aber gut, man kann doch sagen, es wird auch alles das gleiche produziert, nur mit einer anderen Sorte, ne? Also, warum dann großartig was anderes machen, ne? Hier seht ihr das Ganze hier zum Beispiel, so eine Art Lager. Dankeschön. Ihr seht, manchmal reizen sich die Bodentexturen, wie sagt man so schön, ein bisschen aus. Ne? Also wir haben Gebäude, das sind die Texturen Tobi. Da haben wir teilweise Bodentexturen, die sehen echt schlimm aus. Zum Beispiel in der Nähe von unserem Hof gibt es einen Aussichtsturm. Da oben, da gehen wir gleich mal hin, da sieht man das ganz deutlich. Hier haben wir halt eine Pallet-Anlieferung, wie ihr das Ganze seht, eine Paletten hier abstellen. Ne? Paletten werden automatisch eingelagert. Für die Produktion in dem Falle, dann ist, wie gesagt, auch ein sehr, sehr nettes Konzept. Wie gesagt, ja, drinnen sehen die Texturen jetzt nicht allzu pralle aus, ne? Aber wie gesagt, ist okay, gibt Schlimmeres, ne? Geht schöner, geht schlimmer, wie man immer so schön sagt. Hier oben haben wir dann weiter, muss ich mich mal kurz wieder orientieren, wo ich ja gerade bin. Seht ihr ja hier, das ist einmal die Zigarettenherstellung. In dem Falle kann ich jetzt hier auf Produktionsstätte verwalten. Lager ist leer. Ne, das ist dann hier, hängt das mit den Dings zusammen, mit diesen Produktionsmap. Leerpaletten, Tabak, Karton, Zigaretten, dementsprechend raus. Ne? Das ist dann hier zum Beispiel. Thema Texturen noch kurz angesprochen, was ich gerade meinte. Wo ist der Aussichtspunkt? Hier. Ne, das ist zum Beispiel ein Aussichtspunkt hier einfach. Und ne, sowas hier halt. Ne? Das sticht natürlich. Ich meine, wenn man jetzt einfach nur so hier hinsteht, fällt das nicht auf. Denkt man, ja, ist halt eine Steintextur, Punkt, fertig. Ne? Aber wenn man näher rangeht, ist es halt arger Pixelbrei, Halleluja. Aber ist okay. Ne? Ist okay. Wo habe ich es aufgeschrieben? Hier oder da oder dort oder dort? Wir haben Sammelobjekte auf der Karte. Also dementsprechend Münzen. Die nennen sich einfach nur MC-Münzen. Ja gut, MC-Mapping, MC-Münzen, ist klar. Es gibt 20 Münzen auf dieser Karte, die euch je 8000 Euro Belohnung bringen. Ja? Und wenn wir alle 20 Münzen gefunden haben, ne, gibt es dann nochmal einen Extra-Bonus von 100.000 Euro. Also dieses Schnitzeljagd-Prinzip halt, wie es Giants mit ihren Sammelobjekten halt auch hat. Ne? In dem Falle hier als Münzen auf der Karte verteilt, 20 Stück auf einer Vierfachkarte, da müsst ihr ein bisschen suchen. Ne? Soundeffekte gibt es hier und da auch mal. Ne? Wir sind ja zum Beispiel hier an den Tierhändler. Ne, dass man, ihr hört das so, oder wenn ihr Richtung Wälder so macht und so, dass da einfach mal ein bisschen Vögel zwitschern oder halt an Wasser, ihr wisst, was ich meine, dass das plätschert oder hier mal so, ne, ihr hört's ja. Ne? Quietscht du nochmal? Ja, man hört's nicht so leicht. Ne, also da sind auch Soundeffekte und Co. alles mit dabei. Hier sind wir im Übrigen in der Salatfabrik hier mit drinne, ne, Rohkost-Salatherstellung. Ne? Auch da mit dabei, Leerpalette, Karton, Rotkohl, Wasser, habt ihr dann hier Rotkrautsalat in dem Falle mit drin, ja, deswegen. Also, im Groben und Ganzen, achso, und hier viele Freiflächen, ne? Ihr hättet euch denken können, da bin ich jetzt schon öfters mal drüber geflogen. Im Groben und Ganzen finde ich die Idee der Map nicht schlecht. Mir gefallen die Produktionen und alles, ne? Das ist alles, wie gesagt, geil und auch solche kleinen Details wie sowas einfach mal hier, ne? Findet man halt selten. Ne? Keine Ahnung, wo das her ist, ob das selber gemacht, ob das selber, hier hört man die Vögel jetzt nochmal sehr deutlich, ob das selber gemacht ist oder ob das andere Assets sind, whatever, die frei sind, aber ja, solche Kleinigkeiten, das ist halt schön, die Map wirkt trotz all dem halt durch die vielen Freiflächen halt etwas, wie sagt man, leer und ja, zum Beispiel hier in der Leuchtturm, das müsste man nochmal anpassen, da ist irgendwas schiefgelaufen. Würde ich sagen. Das sieht etwas zu ungeil aus. Ne? Aber ansonsten
mag ich das Ganze. Es ist Geschmackssache, ob man sich mit den vielen Freiflächen und generell mit dieser großen Leere, nenne ich es jetzt einfach mal, anfreunden kann. Ich meine, klar, man kann die Freiflächen umwandeln in Felder und alles, muss man aber halt auch alles selber machen. Deswegen vielleicht harte Geschmackssache. Aber ich glaube, für Leute, die denen, sagen wir jetzt mal, Details und Atmosphäre jetzt nicht an erster Stelle stehen, sondern wirklich so rein die Massenproduktion, für die könnte diese Karte hier durchaus was sein. Ja, es sind wenig Felder, muss man sagen. Also wie gesagt, ist jetzt 38 Felder, sind nicht viel und dann auch von der Größe her eher so eine Sache. Da könnte man auch ein bisschen in Schwulitäten kommen, aber das muss ich dann halt beim Spielen herauskristallisieren. Und ich sag mir immer wieder zur allerhöchsten Not, wenn Feedback ja auch reinkommt, also konstruktives Feedback, kann ja im C-Mapping da dementsprechend über Updates auch nochmal was regeln. Oder? Und halt mehr Felder machen oder mehr Freiflächen weg und dafür mehr Felder. Whatever, das ist ja im Nachgang alles noch möglich. Und dafür ist halt Feedback notwendig. Und das ist, denke ich mal, da wichtig. Wie gesagt, an sich nicht verkehrt. Ich mag die Karte irgendwie. Auch wenn ich nachvollziehen kann, dass es eine harte Geschmackssache ist und nicht für jeden was. Das muss man auch mit dazu sagen. Thema Lock. Ne? Wir scrollen und scrollen und scrollen und scrollen und scrollen. Ihr seht, hier wird halt viel und viel und viel, viel gemacht und getan und getan. Aber Fehler habe ich jetzt in dem Fall ja nicht gefunden. Es können natürlich hier und da kleinere Fehler sein bei den Produktionen, aber das merkt man halt erst beim proaktiven Spielen, wenn man mal alles durch hat. Das kann ich in dem Fall hier nicht machen. Wenn euch Fehler auffallen, meldet MC-Mapping und dann wird das, denke ich, über Updates mit gefixt. Ich glaube, hier werden noch ein paar Updates für die Karte generell kommen. Nun, wenn ihr Bock habt auf die Karte, ne, weites Land, großes Wasser, dann findet ihr den Download-Link inklusive Bewertung, wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und bis dann, haut rein. Tschüssikowski, tschüss.